Whirlpool basiert auf einer wahren Geschichte. Ich saß im Whirlpool und grundsätzlich war ich zu der Zeit so ein bisschen nachdenklich, traurig und hatte so verschiedene Zweifel und Sachen, die mich so belastet haben. Und saß aber dann in diesem Whirlpool und habe dann auch über die Sachen nachgedacht, die mich belastet haben, aber habe dann diese Feststellung gemacht, dass ich hier in einem Whirlpool sitze und dass das irgendwie so eine ganz schön dekadente Situation ist und dass man vielleicht auch und zu sich mal so ein bisschen darauf besinnen sollte, wo man so ist, was man so für Vorurteile hat, für die man auch gar nichts kann. Und deswegen weine ich im Whirlpool, das ist eben so dieser Kontrast, und im Text habe ich das dann noch so ein bisschen überspitzt, dass das auch so um Leute geht, die sich über Sachen aufregen und Sachen schlecht finden und Angst vor irgendwelchen Sachen haben, die denen weggenommen werden, obwohl die schon in ihrem Whirlpool sitzen und mehr als genug haben, mich eingeschlossen.